In diesem Part werden wir uns der Silberstadt noch einmal genauer widmen, denn es fehlt noch einiges. Wir haben noch RDUs zu finden, Überlebende zu retten, Gebäude einzustampfen, Satelliten zu finden und es gibt sogar noch etwas weiteres hier drin, was wir finden können. Und was das genau ist, das werdet ihr sehen. Wir kümmern uns nun um die Einebnung von Silberstadt. Was machen wir dazu? Wir fahren zuallererst einmal hier lang, weil hier haben wir zum einen noch RDUs, die wir finden müssen. Das müssten dann noch alle gewesen sein. Verdammt, es waren nicht alle. Und stampfen erstmal die Gebäude ein. So, da kenn ich nix, ja. Da pack ich euch die Überlebenden noch oben drauf. Und ich muss dringend das mit dem Backlasher wieder lernen. So, wie ich das gerade gemacht habe im Ansatz. Man kann übrigens auch die Kamera drehen. Das habe ich bisher komplett vernachlässigt in diesem Let's Play. Wie ich das jetzt gerade mache, ist das schon mal in Ansätzen richtig. Aber es muss besser laufen. Gerade in Bezug auf eine Mission. Eine der letzten Missionen im Spiel. Da wird das so gebraucht. Da wird das so gebraucht, dass ihr das wirklich perfekt beherrscht. Wirklich perfekt. Das ist nicht mehr feierlich. Oh Gott, diese Explosionen jedes Mal. Bei mir ist das immer so ein extremes Rauschen. Ich weiß nicht, wie man das dann letztendlich auf der fertigen Aufnahme hört, aber ist mir bisher noch nicht so aufgefallen im Let's Play. Das ist, glaube ich, dann nicht mehr ganz so arg. Aber hier habe ich immer ein extremes Rauschen. So. Hier müssen wir später noch mit einem anderen fahrenden Gefährt hin. Ja, aber nicht mit diesem, weil da gibt es noch etwas Platz zu machen. Merkt euch diese Stelle. Merkt sie euch und sagt mir, wo sie war, weil das vergesse ich gerne mal, wo sie war. Das ist wirklich so. Das ist eine Stelle, die ich verdammt gerne vergesse. So. Silberstadt könnte ein bisschen dauern. Hier gibt es also wirklich extrem viel zu tun. Und ich gucke jetzt mal, wie viele RDUs fehlen denn noch. Wir haben alle Überlebenden zumindest schon mal gerettet. Aber ein RDU, ein verdammter RDU fehlt noch. Habt ihr ihn irgendwo gesehen? Warum ist es immer einer? Es passiert mir so oft in diesem Spiel, dass ein einziger fehlt. Ah, wie ich es hasse. Wie ich es hasse. Also nicht das Spiel, sondern die Situation, wenn ein einziger RDU fehlt. Gut. Wenn nicht, dann machen wir halt doch erst einmal das, was ich eigentlich machen wollte, was ich eben schon mal angefangen habe zu zeigen. Nämlich gehen wir dazu erstmal hier hin. So, wir schieben jetzt mal den Felsblock hier weg. Lassen unseren 4-Meter-Typi aussteigen. So. Ja. Und hier haben wir eine Tür. Ha, schade. Die Tür war fest verschlossen. Kann man eigentlich sagen. Aber im Gegensatz zu Lilly haben wir Mittel und Wege, das zu ändern. Und zwar benötigt man dafür nur einen Bulldozer und eine TNT-Kiste. Eine tödliche Mischung. So. Wenn man sich jetzt noch klug anstellt, dann genau, passiert das. Die Tür ist auf, wir gehen raus und steigen in den Zug. Ja, wir fahren jetzt Zug, wir fahren jetzt in eine völlig andere Stadt. Nicht? So. Hier müsste gleich irgendwo der Bahnhof oder sagen wir mal die Haltestelle sein. Gut. Und hier ist bereits das nächste fahrende Gefährt, nämlich unser Raketen-Super-Hyper-Bike, das so toll ist, dass es mit seinen Kanonen überall hängen bleibt. Das ist echt so, ich hasse dieses Gefährt. So, Kameraübersicht mal wechseln, weil ich glaube, hier war es dann gleich irgendwo. Also diese Gebäude will ich nicht mit dem Motorrad platt machen, dafür haben wir noch ein anderes Vehikel hier. Ah, vielleicht machen wir das zuerst. Merkt euch, wo ich das... Moment, so. Wir machen das jetzt mal ganz anders. Wir platzieren das Motorrad hier, damit wir es auch nicht vergessen. Nein, das machen wir nicht. Do, 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 do. Konnten wir überhaupt mit dem Menschi hier reinlaufen? Nee, konnten wir nicht. Ah, wie ging das nochmal? Wie konnte man da nochmal rein? Ah, Moment, sehr gut, dann starten wir uns erstmal. Ja, dann bleiben wir beim ursprünglichen Plan. Weil mit J-Bomb will ich diese Gebäude hier platt machen. So, dann gehen wir erstmal. Ja, wohin gehen wir denn? jetzt habe ich es doch vergessen. Jetzt habe ich doch vergessen, wo diese verdammte Tür war, die ich vorhin gesehen habe. Die können wir nämlich mit dem Motorrad aufschießen. Was hat man jetzt davon?
wenn man einen miserablen Orientierungssinn hat. Sowohl in Spielen als auch im echten Leben. Es ist schrecklich. Aber gut. Es müsste hier irgendwo gewesen sein. Und diesen Satz sage ich so oft. Es war doch hier irgendwo. Es war definitiv hier irgendwo. Hier war's. Okay. Gut. Bringen wir uns in Position. Wir haben nur 30 Schuss. Mehr Munition gibt's hier nicht. Da muss ich meist ein bisschen gucken. So. Ja, da haben wir sie schon, weg die Tür. Haha, heute bin ich ja ein meisterhafter Schütze. Genau. So. Ja, so kommen wir nämlich zur J-Bomb. Da habe ich etwas, ja, da habe ich irgendwie meine Erinnerung falsch zusammengesetzt. Aber jetzt weiß ich es ja wieder. Ja, wie ein Maulwurf graben wir uns durch die Erde. Nein, natürlich nicht. Juhu! J-Bomb! Zeig uns, was du drauf hast. J-Bomb, ich mag dich. Hehe! Mach alles platt! Hier drin sind also keine Überlebenden mehr. Das haben wir schon herausgefunden. Mit J-Bomb geht das alles sehr viel einfacher. Hiya! So! Und sogar den letzten RDU aktiviert. Der war hier irgendwo. Ich bin bekloppt. Ja, ich bin bekloppt. Ich werd bekloppt. Ja, ich bin vielleicht auch schon bekloppt. Das kann ja sein! Okay. Aber wir haben noch nicht alle Gebäude zerstört. Was ist denn da los? Was war da denn los? Das letzte Gebäude, das befindet sich hier. Haha! Ja, das war ein Gebäude. Das ist wirklich so. So, wir haben dieses Level aber im Grunde noch nicht beendet, oder? Es fehlt noch was. Ich weiß nur nicht mehr genau, konnten wir das jetzt schon machen oder mussten wir uns das für später aufheben? Na gut, ich verrate es vielleicht an der Stelle doch schon mal. Und zwar, man konnte in bestimmten Levels, konnte man Wissenschaftler finden. Versteckte Wissenschaftler, die, ja, wurde ja auch schon am Anfang des Spiels erklärt. Wissenschaftler, die halt irgendwie eine sichere Explosion ermöglichen sollen. Und in Silberstadt ist einer. Ich weiß nur nicht mehr genau, wo der war und unter welchen Umständen man den finden konnte. Deswegen würde ich sagen, ich lasse es für den Moment vielleicht doch mal gut sein. So. Und beende das Level. Yeah. Wuhu, eine Beförderung. Nein, wir sind kein Crashlord mehr. Nein. Wir sind... Nur noch ein dämlicher Profi-Einstampfer. Wenn er wenigstens die Bezeichnung Profi-Einstampfer-Lord hätte, aber nein. Gut, Leute. Und wenn ich jetzt auf Exit gehe, müsste eigentlich eine Cutscene kommen. Sie wird allerdings nicht kommen, weil ich, als ich das Spiel letztens beendet habe, nachdem ich Silberstadt abgeschlossen hatte, bin ich auf Exit und dann kam diese Cutscene schon. Eine Cutscene, die uns anzeigt, dass wir jetzt alle leichten Carrier-Missionen beendet haben. Und dass wir ab jetzt, ja, uns um die schwereren Sachen kümmern müssen. Zeit, dein Können zu testen. Und ich würde mal sagen, ich drücke jetzt auf Exit und füge diese Cutscene jetzt mal nachträglich ein, nur dass ihr euch nicht wundert. Weil es das jetzt extrem schlecht geschnitten sein sollte. Oh Gott. Na gut. Exit. So, Leute. Wir haben jetzt aber noch, bevor wir uns um die neuen Carrier-Missionen kümmern, jede Menge kleiner Nebenmissionen, um die wir uns zuerst kümmern könnten. So, und die neuen Hauptmissionen, das sind Elfenbeinküste, Eisenmine, Ecolaria, Intercity, Temp City, Ramsterdam und Alternative hasse ich. Aber gut.
Ich würde mal sagen, wir kümmern uns, wie gesagt, erstmal um Nebenmissionen. Wir haben ja jetzt einige. 1, 2, 3, 4, 5, 6 müssten wir jetzt haben. 7 sogar, glaube ich. Und ich würde mal sagen, um die kümmern wir uns zuerst. Gut. Mit welcher legen wir denn los? Hoffnungskai. Jadeplateau. Donnerfaust. Donnerfaust! Juhu! Zerstöre Gebäude mit einem Power-Salto. Nur Barrel Roll. Perfektes Timing kann großen Schaden anrichten. Ja, mehr brauchen wir gar nicht zu wissen. Gucken wir mal, wie schnell wir das schaffen. 3 Minuten 36 Sekunden. Ich brauche vielleicht nur 36 Sekunden. Uga! Uga! Okay. Ja, es sei denn, man... Oh Mann. Das mache ich gleich nochmal. So, wir schließen es erstmal ab, ganz normal. Und dann mache ich es besser. Das kann nicht so nicht stehen, das, was gerade passiert ist. Wie viel waren das jetzt? 24 Sekunden? 24 Sekunden. Und 36 braucht man für eine Goldmedaille. Ich weiß nicht, wie viel es für Platin sind. Vielleicht 15 Sekunden oder so, keine Ahnung. Könnte man schaffen. So, wir probieren es nochmal. Das geht auf jeden Fall schneller. Ja, ich weiß, ich könnte mich mit Gold zufrieden geben. Aber dass ich mich mit Gold zufrieden geben könnte, heißt noch lange nicht, dass ich es tue. Ich will eine gute Zeit. Und das war eine gute Zeit. 18 Sekunden, glaube ich. 17,8. Ah, auch das geht noch schneller, aber bin ich für den Moment auch mal zufrieden. So. Oh. Saltonia! Eine weitere Carrier-Mission ist soeben freigeschaltet worden. Oh, und wenn es die ist, die ich meine, dann haben wir mit der sehr viel Spaß. Oder kam die erst bei den ganz schweren Carrier-Missionen? Ich weiß es gar nicht mehr. Gut, was machen wir als nächstes? Wir machen... den guten alten Billardboom. Ja, ihr habt ja eben gesehen, was man mit TNT-Kisten so alles machen kann. Und jetzt spielen wir ein bisschen Billard, ja, Leute. Muss ich nur noch mal schauen, wie man das am besten macht. Diese Mission kann einfach sein, wenn man sie beherrscht. Wenn man sie allerdings nicht beherrscht, kann sie nervig sein. Sehr nervig. Und der Trick ist, so wie ich das gerade eben leider falsch gezeigt habe, dass man eben nicht sofort alle TNT-Kisten aktiviert. Weil die halt eben auch relativ bald explodieren alle. So, hier ist Präzision gefragt. Aber das ist eine gute Übung für eine spätere Carrier-Mission, wo ihr das machen müsst. Diese TNT-Kisten so gut wie möglich schieben. Das ist nämlich Elfenbeinküste, was ich vorhin gesagt habe. Kann mitunter ziemlich nerven, diese Mission. So, und das müsste schon der letzte sein hier. Verdammt, ist die da hinten immer noch nicht explodiert? Oh, goddammit. So. Na toll. Das war eine Scheißzeit. Das kriege ich auch besser hin. Das dürfte nur Silber sein, oder? Oh, es ist sogar Gold. Es ist sogar Gold. Aber das kriegen wir besser hin. Entschuldigt, aber das will ich besser hinbekommen. So, das ist nämlich auch wirklich eine gute Übung für die Elfenbeinküste, wie gesagt. Dass ihr hier schon mal hingeht. Ah, die TNT-Kisten natürlich richtig ranschiebt, damit sie sofort explodieren. Solltet ihr auch bei der Carrier-Mission in der Elfenbeinküste machen, sonst, wenn ihr da erst wartet, bis die hochgeht, ist das nicht so gut. Dann ist der Transporter nämlich schon da. So. Immer schön vor... Ah! Immer schön Vorwärts-Rückwärtsgang einlegen. So, und dann passt das. So müsst ihr das machen. Ich mag übrigens die Musik hier sehr. Orion Plaza heißt der Soundtrack, glaube ich. Also wenn ihr ihn mal anhören wollt auf YouTube. Da kommt richtiges Bar-Feeling auf einfach. So, Leute. Gott, ich habe schon alle TNT-Kisten aktiviert, ich Trottel.
Genau das solltet ihr nicht tun. Man weiß nie, wozu man sie noch braucht. Ich habe eine schlechtere Zeit als vorhin, oder? Kann das sein? Nee, kann nicht sein. Kann nicht sein, oder? Oder kann das sein? Ich bin gespannt. Ich habe eine schlechtere Zeit als vorhin. Okay, dann geht's eben nicht besser. Meinetwegen, lass ich mich halt eines Besseren belehren. So, Leute, wir haben zwar jetzt 15 Minuten, aber wollen wir noch eine Mission machen? Ich meine, die gehen ja schnell, diese Nebenmissionen. Machen wir mal Aqualonia, mal wieder ein Rennen. So. Und zwar mit diesem netten Fahrzeug hier. Das geht ja schnell. Da bin ich jetzt auch mal nicht auf Bestzeiten aus bei diesem Level. Wird mir in der Regel wahrscheinlich sowieso nicht gelingen. Es gibt wirklich auf einigen Rennstrecken wirklich sehr, sehr geniale Abkürzungen. Wie es bei dieser hier war, weiß ich gar nicht mehr, ob es da eine gab. Ich habe letztens einen... Verdammt! Ich habe letztens einen super genialen Speedrun gesehen. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Bad Leech, der mir das gesagt hat. Wo jemand das gesamte Spiel mit allen Missionen wirklich in einer Stunde und 15 Minuten oder so durchgeschafft hat. Also irre. Oder eine Stunde 40 Minuten war es, glaube ich. Aber auf jeden Fall irre schnell. Und da hat er auch einige Abkürzungen gezeigt. Aber ich weiß gar nicht mehr, ob es hier eine gab. Das müsste auf jeden Fall Gold sein. Ja, ist das auch. Aber oh, war knapp. War knapp. Das geht besser. Das geht auf jeden Fall besser. Ich bin ja auch eben hängen geblieben. Es gibt später noch ein Fahrzeug, das hat ein wesentlich besseres Handling als dieses hier, ist aber genauso schnell oder fast genauso schnell. Und damit kann man dann auch wirklich hier bessere Zeiten erreichen. So, hier seht ihr jetzt übrigens auch mal bei diesen Rennen, dass wir hier einen Geist haben, gegen den wir antreten können. Und hier müsste die Runde jetzt gleich gewesen sein, wo ich... Genau. Ich habe meinen Geist auf jeden Fall schon mal ziemlich abgehängt gerade. Cool. Ich mag's, meinen Geist abzuhängen. So. Ja, das ist dann eine wesentlich bessere Zeit schon. Jetzt weiß ich gar nicht, was man hier für Platin braucht. So. Ah, das war aber sehr gut. Das war sehr gut. You're just trying to impress me. Juhu! 44,3. Ich bin zufrieden. Exit. Gut. Ich würde sagen, im nächsten Part machen wir dann noch die nächsten Nebenmissionen, nämlich Jadeplateau, Hoffnungskai, Dingens, Kirchens, Tempofabrik, oh Gott, Tempofabrik, und Spiegelstraßen. Oh Gott, Spiegelstraßen. Juhu! Also, bis zum nächsten Mal, euer Weehawk LP.